Hallo, herzlich willkommen bei Stefan probiert's. Heute direkt aus dem Auto, weil ja, ich war beim Real und habe etwas Neues hier von Kinder entdeckt. Bisher noch keine Werbung dafür gesehen. Ja, war ganz überrascht, da steht auch gar nicht neu drauf. Aber, also, ich kenne das Produkt noch nicht. Keine Ahnung, ob es das schon mal gab oder ob das jetzt hier nur so ein Testballon ist. In Italien gibt es ja noch ganz viele Kinderprodukte, die wir nicht kennen. Es steht auch hier auf Italienisch und Deutsch drauf. Keine Ahnung. Ja, ich hatte jetzt auch keine Zeit zu recherchieren. So frisch, dass ich mache direkt hier ein Video. Also Kindercards. Da heißt es hier Cuore Cremoso. Also cremige Füllung ist mit dabei. Und hier Due Scialde Sottilissime. Zwei hauchdünne Waffeln. Ja, also. Das ist natürlich hier, so sieht das Produkt aus und hier fließt Kakao und Milch und so. Ja, ich bin mal gespannt, wie das Endprodukt aussieht. Das weicht ja immer ein bisschen davon ab. Ja, hinten, ja, Kindercards, 10 Stück, 5-mal ein Doppelpack. Und ansonsten hier hinten sind so viele, viele Infos. Hier 100% Kinder und was haben wir hier noch? Die ersten Waffeln im Keksformat von Kinder entdecken. Ah ja. Die beiden Waffeln, eine davon mit Kakao, sind so hauchdünn und knusprig. Mit ihrer überraschend cremigen Milch- und Kakaofüllung bieten sie ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Also hier hat der Werbetext da sich so richtig mal ausgelassen. Die beiden knusprigen Waffeln umschließen die cremige Milch- und Kakaofüllung für handlichen Genuss das ganze Jahr. Da ist ein Männchen, das sich freut. Und dann haben wir noch sorgfältig ausgewählte Zutaten für beste Qualität der Marke Kinder. Kleine Portionen im Doppelpack, damit die Waffeln frisch und knusprig schmecken, egal für unterwegs. Okay, ja gut, wie gesund das jetzt dann wirklich ist, das, hier sind zwar die Nährstoffe, aber ich kenne, müsst jetzt googeln, wie, aber wahrscheinlich nur Zucker, oder? Was haben wir hier? Ja, also in 100 Gramm sind 43 Gramm Zucker. Also fast die 43 Gramm, also fast die Hälfte. Und offizieller Name hier ist Waffelspezialität, gefüllt mit feiner Magermilchcreme und Kakaocreme. Ja, die Kindercards, die neue Waffel im Keksformat, so dünn, so überraschend cremig. Also ist doch neu, aber ist nicht groß irgendwie neu. Na gut, dann schauen wir mal hier, es sieht hier aus wie, hier geht's auf. Wenn ich's auch bekomme, so. Ta-da-da-da. Es öffnet sich eine Schachtel zum Zugreifen. Ah ja. Ja, also da ist auch ordentlich Luft natürlich hier. Sieht man hier, die Verpackung wirkt wieder etwas größer. So, dann nehmen wir uns mal eine vor. Das ist doch, ja, es ist dann sehr, sehr klein gefühlt. Ah, hier noch was drauf? Ne, hier ist nichts mehr drauf. Ups, einfach mal. Das ist tatsächlich, ich hätte es jetzt weicher erwartet, muss ich sagen, aber es ist tatsächlich, oha, es bröselt. Ich würde es euch gern zeigen. Da, jetzt habe ich es. Da sind die zwei, Moment, ich nehme mal die sieht besser aus. Das ist die Kakaoseite, das ist die Milchseite. Ja, und da drin ist wohl irgendwo noch eine Füllung. Schmeckt. Lecker. Der Keks schmeckt eher nach Oblade. Also diese tschechischen Obladen. Und ich glaube, das sind Bestandteile aus anderen Kinderprodukten, wie die Hülle vom, wie heißt das, der Kinderhippo oder sowas. Happy Hippo. Und die Creme. Ich denke, aus einem Schokobon oder so. Ja, also ein cleverer Weg. Wahrscheinlich bekannte Materialien. Bekannte Rezepturen neu zu verpacken, aber. Also ich muss sagen, finde ich sehr lecker. Also. Ja, zwei Stück, das ist dann genau die richtige Snackgröße. Also den werde ich noch essen. Falls ihr es irgendwo entdeckt. Das ist tatsächlich. Also, ja. Kann ich empfehlen. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was es gekostet hat. Sorry. Kann euch also jetzt nicht sagen, ob das Preis-Leistungs-Verhältnis gerechtfertigt ist. Das müsst ihr selber rausfinden. Und dann, ja, probiert's mal. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt's einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.